Willkommen zur 16. Mission der Hörverschwörungskampagne. Offen ist hier Kerrigans Kammer, glaube ich jetzt nicht mehr. Nein, sieht nichts aus. Die Evolutionsgruppe ist offen. Genau gesagt müssen das jetzt die Mutationen der Ultralisken sein. Ja, jetzt ist es auch. Mal schnell gucken hier. Mit der Fähigkeit. Auch nicht schlecht. Das Ganze ist auch nett, vor allem der Anstieg von 400%, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, ich bin jetzt eigentlich gerade überlegen zwischen den beiden, aber ich werde mal hier die Heilung nehmen. Da können sie mir eigentlich ja für sich selbst agieren, weil sie sich die ganze Zeit selbst vollheilen. So, gerade eben noch eine kurze Cinematic. Ich musste aber auch nochmal jetzt hier wieder rausgehen aus dem Reisebildschirm, weil hier zum zweiten Mal jetzt schon ein Sprachfehler aufgefallen ist. Wer das Spiel schon hat, mich würde mal interessieren, ob andere den Fehler haben. Und zwar geht es darum, wenn ein Gespräch startet, dass zum Teil dann einfach mitten im Gespräch dieses Gespräch immer wieder wiederholt wird. Also es wird ein Satz gesagt, zum Beispiel jetzt hier, Isha bringt den Leviathan auf Kurs, wir verschwinden und dieser Satz immer wieder und immer wieder und immer wieder im Hintergrund wiederholt wird, während eigentlich die richtige Tonspur weitergeht. Mich würde es mal interessieren, ist es auch bei anderen so oder nur bei uns? Nur bei mir. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es geht los und wir fliegen zum Raum der Liga. So, wir sind hier im neuen Gebiet. Ich werde jetzt hier die ganzen Gespräche wieder angucken mir. Ich tue euch das Ganze aber nicht an, also an der Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich fertig bin. So, Gespräche habe ich jetzt hier alle abgeschlossen, also geht es auf zur Mission. Um das am besten gesicherte Netzwerk der Liga zu hacken, benötigen wir den besten Dechiffrierexperten, den es gibt, Colonel Orlan. Leider wird er von Mira Han gefangen gehalten. Eine gemeine und verrückte Söldneranführerin. Ja, nicht uns Zusammenfassung gegeben, also stoppen wir einfach. Wir könnten Ihre Aktivitäten in diesem Asteroidenfeld unterbinden. Das wird Ihre Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen Ihre Hauptbasis zerstören. Aber sie wird es uns nicht leicht machen. Wir müssen unsere eigene Basis errichten. Eine von Miras Flotten hält sich in der Nähe auf. Wir können sie ausschalten und dort selbst Station beziehen. Gut, mein erster Gedanke vor Start der Mission war eigentlich, oh Gott, ich hoffe, ich muss keine Terraner steuern. Mein zweiter Gedanke war, so ein Weltraumkampf wäre eigentlich lustig. Na gut, zumindest das ist eingetreten. Ganz vorsichtig. Hey Jungs, die Asteroiden vor uns sind zu nah beieinander, um durch sie hindurch zu navigieren. Ihr müsst einen kurzen Warp. Gut, diese kurzen Sprünge sind auch nützlich, wenn ihr in Gefahr geratet. Kurs ermittelt. Langsame Fahrt voraus. Ich frage mich, ob das hier Kamikaze-Flieger sind. Die fliegen ja hier wirklich direkt bis ran. Bestätigt. Auf Kurs. Koordinaten eingegeben. Mira hat eine Kampffliegerpatrouille in der Nähe. Es sind mehr, als unsere Hauptgeschütze auf einmal erledigen können. Aber wir können unsere eigenen Kampfflieger rausschicken. Das wird die Chancen ausgleichen. Erfasst. Haltet die Augen offen. Langsame Fahrt voraus. Bestellt reichen Ziel an. Machen Sie es so. Haltet die Augen offen. Diese Abwehrstationen haben eine große Reichweite und verursachen verdammt viel Schaden. Zum Glück verursacht unsere Yamato-Kanone aber noch mehr. Kurs ermittelt. Koordinaten eingegeben. Hier spricht die Brücke. Auf Kurs. Gut zu wissen, dass das Ganze so funktioniert. Das ist ein Reparaturbot. Wenn wir ihn uns schnappen, kann ich die Hyperion sofort reparieren und unsere verlorenen Kampfflieger ersetzen.
Kurs ermittelt. Koordinaten eingegeben. So, jetzt noch schnell den Reparaturbot hier einsammeln. Gute Arbeit. Wir können diese Basis verwerten, sodass sie ab jetzt automatisierte Kampfflieger für uns produziert. Jedes Mal, wenn sie eine Flotte zusammengestellt hat, wird sie gegen Miras Jungs in den Kampf schicken. Können wir da nicht einfach mit ihr drüber reden? Hier draußen funktionieren die Dinge anders, Valeria. Hey, Magnetminen! Diese Schätzchen können ganz schön wehtun. Sie werden gerade auf dich zufliegen, also kannst du ihnen ausweichen. Du kannst auch einen Sprung einsetzen. Bestätigt. Kommunikation. Mineralienfelder. Wir können sie abbauen, um mehr Ressourcen zu erhalten. Besorg dir die Mineralien und ich kann die Hyperion mit Upgrades versehen und sie noch stärker machen. Bestätigt. Die Sensoren zeigen mehrere Mineraliencluster in der Nähe. Sie werden allerdings von Magnetminen geschützt. Kurs ermittelt. Koordinaten eingegeben. Auf Kurs. Die Ziele sind soweit hier ja, relativ klar gelegt. Haltet die Augen auf. Hier sind also die ganz Magnetminen. Vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ob man diese angreifen kann. Ja, kann man. Koordinaten eingegeben. Das würde mich natürlich interessieren. Okay. Ich wollte jetzt mal gucken, wie viel Schaden sie sich sind. Magnetminen verursachen, wie viel Leben sie haben. Ob man sie auch einfach zerstören kann? Ja, kann man sogar. Man muss nur schnell genug dran sein. Nach einer gewissen Zeit greifen sie halt einfach an und es wirkt nichts mehr. Upgrade abgeschlossen. Ganz egal was, alles ist jetzt besser. Beschaff mir mehr Mineralien und wir wiederholen das. Exzellent. Laut den Sensoren haben wir alle Mineralien in dieser Gegend eingesammelt. Die Sensoren haben Kel Morianer in der Nähe entdeckt. Sie verfügen über eine starke Verteidigung. Und sie haben ein Großkampfschiff. Wir könnten sie natürlich jederzeit umgehen. Aber vielleicht haben sie wertvolle Ressourcen oder Ausrüstung. Bestätigt. Ganz vorsichtig. Auf Kurs. Ich muss sagen, es macht jetzt aber ziemlich viel Spaß mit der Hyperion. Durch dieses Hin- und Herfliegen hier, was ja doch ganz gut ist, ziemlich stark ist. Langsame Fahrt voraus. Feindkontakt bestätigt. Ziele erfasst. So, Ziele ja erledigt. Ich greife jetzt hier als erstes ein und setze die Jäger ein. Halt gleich erstens an und setze die Jäger ein. Oh. Unsere Systeme sind außer Gefecht. Ich kümmere mich drum. Wir machen sie so. Das Schiff ist natürlich ein bisschen fies. So, okay, jetzt schnell der Reparaturbot. Schon wieder, verdammt! Ziel erfasst. Und damit ist das Schiff jetzt hier eigentlich auch schon zerstört. Ganz vorsichtig. Ah. Sie hatten einen Generator für elektrische Felder. Dieses Baby sorgt dafür, dass gegnerische Schiffe überlastet werden und setzt sie so kurzzeitig außer Gefecht. Installieren Sie es, Chefingenieur. Es ist bereits aktiv, Jungchen. Ich verrichte gute Arbeit. Jungchen? Langsame Fahrt voraus. Gut, hinten geht es leider nicht mehr weiter. Also unterstützen wir jetzt hier die Hauptarmee mit. Haltet die Augen offen. Ganz vorsichtig. Empfange Übertragung. Damit war es das jetzt hier für diese Station. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Damit sollten wir jetzt hier auch die Kurs ermittelt. Auf Kurs. Die Trommel noch wegbekommen. Koordinaten eingegeben. Oh Matthew, ich hasse es, wenn wir uns streiten. Kann es sein, dass Sie beide eine gemeinsame Vergangenheit haben? Ermutigen Sie sie nicht. Langsame Fahrt voraus. Auf Kurs. Koordinaten eingegeben. Ganz vorsichtig. Haltet die Augen offen. So. Irgendwie gibt es hier echt überall neue Raumstationen.
Gewohnheit, also ne, betäuben. Ganz vorsichtig. Der Raumhafen baut noch mehr Schiffe, um uns anzugreifen. Wir müssen ihn schnell ausschalten. Zu schnell habe ich ja meine Yamato-Kanone. Auf Kurs. Kurs ermittelt. Gute Arbeit. Drängt weiter vorwärts. Matthew, das war nicht nett von dir. Vollautomatisierte Basen sind ziemlich teuer. Koordinaten eingegeben. Oh. Kurs ermittelt. Hier was die Mirai-Felder übersehen. Machen Sie so. Beginn Einsatz. Haben Sie den Sichtkontakt. Ziel erfasst. Auf Kurs. Ganz vorsichtig. Bestätigt. Ich setze hier einfach mal die Jäger ein, um diese ganzen Minen zu aktivieren. Dabei verliere ich zwar die ganzen Jäger, und die können hier repariert werden. Hey, die Hyperion ist jetzt noch stärker. Kannst dich später bedanken. Ich glaube, das waren alle Mineralien, die es hier in der Gegend gibt. Machen Sie es so. Langsame Fahrt voraus. Koordinaten eingegeben. So, hier sind noch Mineralien und da unten dann auch. Die Jäger verursachen ja doch inzwischen auch schon einen gehörigen Schaden. Koordinaten eingegeben. Auf Kurs. Ich weiß mal dieses Kampfschiff. Ja, dann sieht das Ganze ja eigentlich schon soweit ganz nett aus. Ich muss jetzt hier einen Reparaturbot einsammeln, weil ich die Mineralien haben möchte. Koordinaten eingegeben. Auf Kurs. Und damit fliegen wir jetzt den Angriff gleich noch mit. Haltet die Augen offen. Hier sind eine ganze Menge Basen dicht auf einen Haufen. Keine allzu starken. Also sollten das hier auch alles so relativ leicht auf die Reihe bekommen. Wir können hier nach und nach jetzt hier auch aufräumen. Hier geht es jetzt rechts weiter. Allerdings sehe ich hier links gerade wieder Mineralienfelder. Also möchte ich gleich schnell das letzte Upgrade holen. Schließlich übernehmen auch die automatisch generierten Jäger etwas. Bestätigt. Und sie machen nicht mal allzu wenig Schaden, also ich stelle es hier gerade ganz in Ordnung. Haltet die Augen offen. Langsame Fahrt voraus. Bestätigt. Und damit soll jetzt hier eigentlich das Upgrade ganz vorsichtig. Alles generiert sein, hat auch funktioniert. Upgrades. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Leistung aus ihr herauspressen können. Daten eingegeben. Oh. Den Sprung verfehlt. Kurs ermittelt. Machen Sie so. Ah, natürlich fehlt mir jetzt hier fürs Bonusziel noch diese eine Mineralien-Ding hier hinten. Das sammle ich mir halt jetzt doch noch mit ein. So. Ich habe hier ganz einfach alle Bonusziele ganz gerne erfüllt. Du hast all meine Mineralien gestohlen. Kurs ermittelt. Jetzt können sie auch die Jäger wieder schön helfen. Die sind hier inzwischen auch schon ziemlich stark jetzt geupgradet worden hier mit Kampf Level 4. Nicht nachlassen. Machen Sie so. Haben Sie und hier wird jetzt alles ziemlich schnell hintereinander durch die Kampfstärke der Hyperion. Ich denke inzwischen noch, dass sie genug Kampfstärke hat. Matthew, glaube nicht, dass ich es dir mich jetzt hier einfach mal schnell rein. Wolltest du mir hier etwas leicht gemacht? Funktioniert wunderbar. Gedacht, du magst es hart. Halte die Augen offen.
Machen Sie es so. Langsame Fahrt voraus. So. Bestätigt. Oh, hier werden sie aber jetzt schwere Kreuzer mit für mich generiert. Langsame Fahrt voraus. Ich helfe mir wieder bei der Bekämpfung von allem. Bei dem Leben, was sie inzwischen die Hyperion hat, greife ich wirklich einfach nur an und fliege direkt in den Arbeiter rein, Gegner rein. Sieht nicht so wirklich aus, als könnten die viel dagegen unternehmen. Ganz im Gegenteil, das sieht hier eher so aus, als würden sie nach und nach immer mehr Gewände verlieren. Sprung daneben, Betäubung der Einheiten und schnelle Zerstörung der Kampfflotte hier. Oh, mit Zerstörung des letzten Schiffs hier. Kann man sich hier um die Hauptsöldnerbasis kümmern? Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Matthew. Dies hast du dir selbst zuzuschreiben, Mira. Ich wollte es nicht so weit kommen lassen. So, und Transportation zerstört. Stopp! Aufhören! Du gewinnst, Matthew. Du hast meine Basis zerstört und mein Herz erobert. Schon wieder. Sie ist sehr seltsam. Können wir bitte einfach Colonel Orlan einsammeln und verschwinden? Und zwar jetzt. Ich schicke diesen schäbigen Typen in einem Shuttle zu euch. Ihr seid doch alle verrückt. Warum sollte ich euch helfen? Wir könnten sie auch zurück zu Mira Hahn schicken. Sagt mir, was ihr braucht. Dank dir muss ich jetzt Miras Marodeure neu aufbauen, Matthew. Aber wir sehen uns wieder. Nicht allzu bald, hoffe ich. Und ich dachte, die Politiker der Liga hätten einen rauen Umgangston. Ja, Mission damit abgeschlossen. Es gibt noch einen Erfolg für alle Mineralien, das habe ich natürlich noch nicht gewusst und dadurch jetzt die letzten zwei oder drei Stück nicht genommen. Und von einer Mine habe ich mich treffen lassen, okay, also bei der Folge hier relativ einfach sammeln war. Die Mission haben wir damit auch wieder zum Ende gebracht. Ich freue mich darauf, euch in der nächsten Mission wiederzusehen. Bis dahin.